aber was diese Situation treibt, also damit meine ich das jetzt wieder Volllaufen der Intensivmedizin, ist ja die Tatsache, dass die Delta-Variante die Karten neu gemischt hat, dass die Delta-Variante also schon sehr schnell wieder übertragbar wird bei Geimpften und dass wir also deshalb hier eine Situation haben, bei der sich das Virus in der gesamten Gesellschaft verbreiten kann, auch bei den Geimpften eben in seiner Verbreitung mit unterstützt wird. Und das ist das, was wir jetzt im Moment sehen. Also die Geimpften bewegen sich ja schon sehr frei in der Gesellschaft. Und das soll ja auch so sein. Nur übertragen sie dabei jetzt eben noch das Virus. Und das Virus, das kommt jetzt zu den Ungeimpften und die fallen auf als neue schwere Fälle.